Warum hat Nami nichts an und wo sind ihre Rippen? Er ist doch ganz klar. Moment, wo ist denn Nami überhaupt? Ach da. Man sieht das auch ganz gut, dass sie einfach sehr kleine Rippen hat. Und anscheinend einen sehr dünnen Verdauungstrakt. Dementsprechend hat sie so eine dünne Taille. So, einmal bis zur Nacht. Ach, Woggle hat auch so eine Taille wie Nami. Es sie. Ach so, wir hatten gerade Nacht. Cool, erstmal 24 Stunden lang durchgepennt. So, südöstlich der Wüste hat sie gesagt. Der Oase. Heißt. Oh, da ist ein Dino. Es sind Skorpione, hieß es. Bist du dann so ein Skorpion? Weil sie meinte, das ist ein blauer Skorpion. Du bist jetzt nicht blau. Oder zählt das als, keine Ahnung, dunkelblau? Schauen wir mal kurz. Ne, das sind einfach nur schwarze Brüder. Welche Gegner muss ich da unten? Muss ich die besiegen, ne? Was seid ihr denn für Gegner? Tempo-Gegner. Tempo, also mit Faust. Heißt, wir nehmen einmal Ruffy. Und greifen mit Jet Whip die da hinten an. So. Easy. Was seid ihr? Ihr seid Technikgegner. Gegen Technik ist Pistole eigentlich super. Moment. Mal den Feuerstern. Eigentlich können sie auch auf Autokampf machen. Den Rest schaffen sie schon. Frauen in One Piece sind entweder magersüchtig oder richtig fett. Ja. So normale Frauen gibt es selten. Das stimmt. Ah, ich sehe gerade, dass der Gears. Okay, mal eben 10.000 Bonus-Erfahrungspunkte. Läuft. Also normale Frauen in One Piece sind wirklich echt selten. So, irgendwo südöstlich. Blaue Skorpione. Da vorne sehe ich was Blaues. Vom Gewicht her wahrscheinlich gar nicht mal so magersüchtig, weil die so viel wiegen, die Brüste. Nun. Ja, du bist eindeutig ein blauer Skorpion. Nehmen wir dich mal mit. Was seid ihr denn? Seid Technikgegner. Heißt ganz viel Pistoleros und weniger Faustis. Heißt Nami rein. Und einfach mal Thunderbolt Tempo. Kennt man ja. Und eigentlich können wir da auch Autokampf machen. So. Ich finde es schön, dass das Yai halt das vom Schwert ziehen einfach als Zugtechnik bezeichnet wird. Also ja, irgendwo ist das schon richtig. Aber es sieht irgendwie seltsam aus, das als Zugtechnik zu bezeichnen. Wir waren alle ganz knapp überleben. Wie wenig Erfahrungspunkte die geben, was? Das ist ja gar nichts.
Ich gehe mal kurz da vorne gucken. Ist hier vielleicht eine Karawane für das Foto? Ist hier irgendjemand? Nein. Dann weiter auf Skorpionensuche. Ah, ich habe den... die Umzugskrabbe gefunden. Nicht zu übersehen. Aber dafür finde ich keine weiteren blauen Skorpione. Da ist einer. Und da ist noch ein Skorpion. Perfekt. Hat er mich nicht gesehen? Ich war direkt vor ihm. Junge, mach die Augen auf. Immerhin machen die auch keinen Schaden, die Gegner. Hat eigentlich irgendeine One Piece-Frau eigentlich einen ganz normalen Körperbau? Ich glaube, Tashigi hat einen halbwegs normalen Körperbau, ne? Big Mom. Wahrscheinlich in der One Piece Welt einfach so, sobald die Mädchen halt immer älter werden, wächst einfach ab irgendeinem Punkt die Taille nicht weiter. Konis? Boah. Nein, am Anfang war noch recht normal. Ja. Und dann ist sie halt gewachsen. Aber auch nur in eine Richtung. Und auch nur an einer Stelle. So, das waren dann jetzt... ach, das heißt die zwei davon noch. Im Idealfall laufen wir in den Skorpion eher rein, als dass wir in den... in die Szene reinlaufen. Komm mal auf mich zu. Perfekt. Huch. Neuer Angriff. Thunderlands Tempo jetzt. Nicht mehr Thunderbolt Tempo. Und Zoro hat Spaß an Rashomon. Auch von den Fähigkeiten her wäre meine Vermutung, dass wir als nächstes nach Water 7 kommen. Weil Gear Second, Rashomon, Thunderlands. Wobei. Sowohl Thunderbolt als auch Thunderlands Tempo kam alles in auf Water 7 bzw. auf Enies Lobby erst. Das heißt, das würde passen, wenn dann die dann auch um die Zeit dann... also wenn wir die Fähigkeiten dazu bekommen, dass wir da als nächstes auch hingehen. So, dann haben wir das schon mal und können mit einmal... Bericht erstatten. Den Krebs lassen wir nur noch ein bisschen stehen. Die Sache ist jetzt für das Foto. Wo genau muss ich da hin, ist die Frage. So, wir haben Skorpion erledigt. Jo, ich habe mehr ausgeschaltet. Ich würde sagen, Zoro hat mehr ausgeschaltet, weil Sanji nicht mitgekämpft hat. So, und wir kriegen den Mitzring und 500 Berry. Ja. Okay. Wir gehen nochmal kurz nach Nanohana. Und fragen den Dude, wo genau wir denn suchen sollen. In der Wüste, hat der Typ doch gesagt. Ja. Ja. Irgendwo in der Wüste. Das wäre ja auch interessant, dass Robin uns schon wieder verlässt, nur weil wir Erinnerungs-Robin ja eigentlich retten müssen. Da wäre Spandam aber sehr verwirrt, wenn da plötzlich Erinnerungs-Robin vor uns, neben uns steht und die andere Robin da oben schreit, dass sie leben möchte. Und wir denken so, der denkt sich auch so, hä?
Wie ist das? So, zähl nochmal. In der Karawane hinter der Höhle. Okay. Also wahrscheinlich einmal hier zu der Wüste. Ah, es wäre ja dann dort, oder nicht? Oder dahinter noch. Ah, dann wäre ich ja schon wieder bei der Sandy-Wüste. Ich gehe einfach mal zu Fuß mal rüber zur Wüste. Außer, der meint mit der Karawane hinter der Höhle, irgendwo hinten bei Abana in der Nähe. Oder er meint die Höhle da vorne. Was ist das für ein Symbol auf der Karte? Das ist leicht rosa mit zwei Händen in Nanohana. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es auch schon gesehen. Können nachher mal nachgucken. Für genauere Angabe im Questtextleser stand ja auch nichts weiter. Stand ja auch nur das hier. Sprich mit der Karawane. Welcher? Oh, hier steht bei, wo man potenziell Quests noch finden kann. Interessant. So. Jetzt sind wir hier. Bist du die Karawane? Du hast ein blaue Dinger. Hab dir zufällig ein Foto aufgegabelt. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, vorhin ist ein Foto an mir vorbeigeflogen. Welche Richtung? Zu der tiefen Schlucht im Westen. Es gibt einige Löcher, die so klein sind, dass nur ein Kind durchpasst. Okay, tiefe Schlucht im Westen. Da hinten? Aber es ist schon gut, ja. Nein. Ach, lass mich raten. Das ist da hinten, wo ich nicht drankomme, weil ich wahrscheinlich Frankie brauche, der uns eine Brücke baut. Wait. Westen ist ja in eine andere Richtung. So. Ein Kind oder Morph Chopper? Nein. Das da vorne vielleicht? Oh? Yay! Wir haben ein Foto gefunden. Dann wieder zurück nach Nanohana. Alles besser als Zeitquests in alten Tales-Titeln. Ja. Wobei ich da schon fast sagen muss, ich glaube, das ist einfach allgemein Zeitquests in alten Spielen, die noch nicht sowas wie ein Questlog oder sowas haben. Ich weiß ja nicht, wie alte Final Fantasy oder Dragon Quest-Teile das gemacht haben. Wenn die mal Sidequests hatten, ob die dann auch genauso kryptisch, versteckt und unübersichtlich sind. Oder ob das eher so eine Sache von Tales war. Aber ich würde einfach mal behaupten, bis in die späten 2000er hatte wahrscheinlich eh fast keine RPG-Reihe, der irgendwie richtig gut designte Sidequests. Oh, eine zerfaserte Erinnerung. Ja, komm, why not? Dafür steht das also.
Drankhurst hatte einfach nahezu keine. Das ist auch eine Lösung. そんなの知るわけねえだろ。人もずれえのワオ探すぞ。どこだ？わあ！ちょっと待て、ルフィ。闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だが分からねえなら勘で行くしかねえだろ。多分こっちだ。ついてこい。よし、ルフィ。ゾロと反対方向へ進むぞ。おう。なんでだよ。 Immerhin haben wir jetzt auch einen von jedem Typen wieder mal. Nani? Hä? Lichtring? Ah, das meint er mit Ring. Willkommen! Willkommen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein Händler. Ein halbnackter, aber ein Händler. Ich habe mal Kopfgeldjäger, aber es gefällt mir hier. Also habe ich meinen Laden aufgemacht. Was verkaufst du? Halbnackte Leute? Du hast Kopfgeldjäger? Allerdings, mein Name ist Otogin und wir sehen uns hoffentlich wieder. ところであんたたち、ひょっとして麦わらの一味か？おう、なんでわかったんだ？手配書を見たこともあるし、わかるさ。こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。 特別にこれはタダでやる。これって木の子か？ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。非常食にもなるし、味もいい。ぜひ食べてくれ。そりゃいいな。受け取っておく。なあ、一つ聞きてんだが、叶えてほしい願いとかねえか？願い？突然妙なことを聞き。俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。 Das ist ein sehr spezifischer, seltsamer Wunsch. Aber okay. Anta no osumitsuki tomo nareba, tobu you ni ureru kanosei mo aru daro shi. Otto, sorosoro shiire no jikan da. Ore wa shitsurei suru yo. Womit läuft ein Kühlschrank in der Wüste? Sand. Solarenergie, das ist gut. あんが簡単だな。行くがよかったな。もらえただけよかったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ、多分大丈夫だろ。おいおい、お前ら。あんな怪しいやつからもらったキノコなんて。Ich finde schön, dass Ruffy und Zoro einfach absolut, ich weiß nicht, so carefree komplett sind. Sorglos. Und nicht Sanjon, Lysop ist aber das exakte Gegenteil. Er ist Sorge in Person. Seine Schwerter ausgepackt. キノコそんなにまずかったのか。いや、多分これは毒キノコだったんだ。とにかくすぐに薬を作らねえと。どうすんだ。確か前にチョッパーが。アラバスタには解毒剤に使える苔があるんだ。へえ、そりゃ便利だな。 もし俺がいない時に毒に当たった時は、まずこの苔を使うんだぞ。そうだ、解毒効果のある苔だ。海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがある。この辺りで海って言えば西の入り江だ。分かった、西の入り江だな。おい待てルフィ、お前どんな苔か分かってんだろうな。任しとけ。本当か。 俺はここでゾロを見てるから、任せたからな。
Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass sie Zorro hier einfach liegen lassen und die beiden zusammen danach suchen gehen. Aber gut, dann gehen wir halt nur mit Ruffy allein auf die Suche. Ich dachte mir echt so, okay, wenn die jetzt beide dahin gehen, lassen die Zorro da einfach liegen? Wie orientiert sich Ruffy danach, wo Ost und West ist? Weil Nord ist ja da, wo es kalt ist und Süd ist es da, wo warm ist. Aber was ist im Osten und was ist im Westen? Das ist leider auch sehr witzig verschrieben. Mit Zorro hat sicherlich seine Schwester gezückt, um in einer cooleren Pose zu sterben, wie damals auf Little Garden. Vielleicht hat er auch irgendwo eine Schwester, die er sich extra noch rausgezogen hat. Okay. Wie können die miteinander reden ohne Chopper und woher weiß er, was das sagt? Ruffy hat die Fähigkeit, die Stimme. Oh, wie hieß das dann? The Voice of All Things oder sowas, glaube ich, heißt es im Englischen. Er kann Stimmen hören. Vielleicht kann er damit auch Tiere verstehen. Stimmt, hören finde ich jetzt nicht so positiv. Oh, das war in Final Fantasy VII so gut. Ein Gespräch zwischen Cloud und Barret, wo Barret meinte, hörst du etwa nicht die Stimme des Markus? Cloud so, nee, du etwa? Ja, ich höre sie. Solltest du mal untersuchen lassen. Ja, wie bei dem Gespräch so weggeschmissen mit den beiden. Also, Final Fantasy VII Remake muss ich echt eine Sache lassen. Die Interaktion zwischen den Charakteren war schon geil. Cloud und Barret ist einfach mein Lieblingsduo gewesen. Ich sag nur die Treppe. Die endlose Treppe. Comedy Gold vom Allerfeinsten. Kaizoku-gari no Zoro to sono nakama no kubi. Muratta ze. Kaizoku-gari ga taureteru. Ima ga chance da. Luffy, hayaku modotte kite kure! Usopp! Luffy! Osse yo! Mari! Demo koke wa totte kita zo! Suka! Dekashita! Nakama ga hitori fueta tokoro de nan datten da! Yaru! Uwa! Kuru zo! Luffy! Ou! Sag, es kämpfen jetzt wenigstens zu zweit? Yoshi! Iku zo! Gear Sekando! Gomu no! Jetwings! Ja, tun wir immerhin. Oh wait, du bist schwach gegen Gummiband. Let's go, Gummiband!
Killed by Gummiband. Eigentlich würde Ruffy das auch alleine machen, ja. Vor allem im Gear Second.倒れた後大変だったんだからな。ルフィは苔を探しに走って、俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよ。キャンプ。そうか。それは悪かった。ゼロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな、船長。よかった。お前、俺たちに毒キノコを渡してきた証人じゃねえか。よかったってどういう意味だよ。それは。 Das ging schnell. その通りよ。お帰りなさい。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな。ちゃんと解毒できてるぞ。でも毒を持った商人がそんなことを言うなんて。 おかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ、あんた分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、直接本人に聞けばわかるだろう。力もまだ取り戻せてねえ。さっさともう一つの記憶のほつれを探しに行くぞ。Okay. Irgendwie war das nur so eine halbe zerfaserte Erinnerung. Ach, guck mal, da ist auch schon direkt die nächste in der gleichen Stadt dann. Heißt, es jetzt gar nicht mehr alles in einem, man muss jetzt auch noch aufteilen. Okay. Dann gehen wir jetzt aber erstmal das Foto einmal zurück und gehen danach noch in die andere zerfaserte Erinnerung. So, die Frage, ob man da mit den gleichen Leuten nochmal reingeht oder vielleicht mit anderen diesmal. Schuldest mir Geld, Junge. Die wissen, wie man das streckt. Ja. So, hier ist das Foto. Das bin ich als Kind und mein Bruder. Du wärst adlig. Mein Bruder. Man sieht sofort, dass ich eine Person von hohem Stand bin. Wo ist das andere? Ach so, ich muss zwei Fotos finden. I see. Okay. Wo ist denn das andere Foto? Achso, ich muss auch noch mal bei der Karawane. Okay. Der sagt mir doch, dass es zwei Fotos sind. Du hast ein zerrissenes Foto. Also zwei Teile. Nun. Ich dachte, ich hätte vielleicht beides direkt gefunden. Gehen wir erstmal wieder in die zerfaserte Erinnerung. Ich höre doch Leuten nicht zu, an die ich kein Interesse habe. Deswegen vergesse ich auch immer, was die Leute in der Apotheke zu mir sagen. So. Okay, nichts Leichtsinniges machen. Sagt er zu Zorro, der gerne mal Leichtsinniges macht.